nichts Gutes zu zeigen habe, sondern aus einem Anstandsgefühl, was dir ja wohl völlig abgeht. So große Brüste wie ihr zu haben, das ist sicher eine ganz tolle Erfahrung. Oh, Mädchen, ich würde dafür sterben, wenn ich so große Brüste haben könnte wie ihr. Mariaka, ist das etwa alles deins? Ja, glaubst du vielleicht, dass da Silikon drin wäre? Dann hör mal gut zu, die sind 100% echt. Hey, guck mal. Natürlich. Wer sagt denn, dass Silikon nicht echt wäre? Außerdem müssen die viel Geld gekostet haben. Deswegen gehören die selbstverständlich ihr. Sagen Sie, Lukas, ich will ihn in meinem Büro sprechen, wenn er fertig ist. Sagen Sie ihm, es ist dringend. In Ordnung. Was ist los? Was will er? Fertig. 3, 2... Und während wir den Kandidaten zusehen, wie sie sich bei den Vorbereitungen die ersten hitzigen Wortgefechte liefern, sollten sie nicht vergessen, dass es richtig spannend wird, wenn in wenigen Tagen der eigentliche Wettkampf erst beginnt. Alles Wichtige, was sich hinter den Kulissen abspielt, erfahren Sie hier bei Hallo Lukas. Schnitt! Was ist denn passiert? Was will Hannibal? Ich habe keine Ahnung. Er sucht dich jedenfalls und du scheinst ihm aus dem Weg zu gehen, oder? Ich? Ja, du. Ach, die Ärmsten. Die haben ja zum Teil ihre Betten gar nicht fertig gebaut. Wie haben die denn da bloß geschlafen? Offensichtlich ist ihnen das ja gar nicht so schwer gefallen. Einige von ihnen teilen sich ja sogar bereits das Bett. Ach wirklich? Und wer hat das getan? Guten Morgen, meine Freunde. Was gibt es heute zum Frühstück? Sex, Zwietracht, Gewalt? Was machen Sie denn hier, Verehrteste? Nichts. Wir sehen uns nur gerade die Aufzeichnungen aus dem Schlafsaal an. Sieht nicht besonders bequem aus, oder? Oh nein, wie schrecklich. Und wieso sind Sie so mitfühlend? Dafür werden Sie nicht bezahlt? Da fällt mir ein, sollten Sie nicht im Hotel sein? Die warten wahrscheinlich schon auf Sie, damit Sie den neuen Tag beginnen können. Sollten wir uns nicht erst einmal darüber unterhalten, was gestern alles vorgefallen ist? Gestern? Mhm. Das ist vorbei. Sie haben bewiesen, dass Sie der Situation gewachsen sind. Mal sehen, wie sich die Dinge entwickeln, okay? Hm. Übrigens, ehe ich es vergesse, ich bräuchte gleich ein Interview in meinem Büro. Können Sie so etwas? Sie meinen, ob ich Interviews führen kann? Natürlich. Aber ich sollte doch sofort ins Hotel. Wieso nehmen Sie dafür nicht Lukas? Unter uns, ich finde, Sie sollten Lukas ohnehin mehr in die Reality-Show integrieren. Der Mann ist wirklich gut. Er müsste erst mal auftauchen. Ich suche diesen Kerl jetzt schon den ganzen Morgen lang. Rafa, finde endlich Lukas. Ja, Chef, sofort. Und Sie fahren ins Hotel? Hm? Ja, auch wenn ich nicht weiß, was Sie heute vorhaben. Vielleicht wieder so eine hübsche Überraschung wie die Falle gestern? Das war eine kleine Überraschung, nicht nur für die Kandidaten, sondern für Sie ebenfalls. Vicky? Ja, Senor? Gib ihr das bitte im Hotel. Nein, es ist nichts Persönliches. Es wird so viel palavert. Das könnten Informationen durchsickern. Schönen Tag noch. Spiel das da nochmal ab. Ja, Lukas, es soll ein Interview mit der Freundin von Rodrigo Leal werden. Wieso ziehst du sein Gesicht? Ich verstehe nicht, warum ausgerechnet ich diese Frau interviewen soll. Es gibt sicher viele Leute, die über mehr Erfahrung auf dem Gebiet verfügen. Oder wenigstens die Kandidaten besser kennen, verstehst du? Also, Lukas, ich befolge nur meine Anweisungen. Erwartet auf Gut, dich. Vielen Ciao. Dank, Rafa. Wieso schicken Sie das da nicht an den Drehort? Oh, verstehe. Ja, in Ordnung, das ist was anderes. Bitte? Ja, gut, dann nehmen wir zwei. Hallo. Okay, ciao. Wie geht es Ihnen? Steigen Sie ein. Ihr gehört zur heutigen Show mit dazu. Und wieso erzählen Sie mir nicht, worum es heute geht? Nein, Signora, strikte Anweisung des Chefs. Und Sie kennen ihn ja, also beeilen wir uns, wir sind spät dran. Auf geht's! Das Telefon klingelt schon den ganzen Tag. Aber wenn ich den Hörer abnehme, wird Am besten stellen wir die Kamera dort drüben hin, dann können wir die ganze... Das wurde aber auch Hallo, Lucia, ich bin Lukas, der Lukas Beltran von der Kolumne. Was soll der Blödsinn, als ob ich dich nicht kennen würde? Natürlich. Das ist leider oft so bei den Zuschauern. Es kommt da irgendwie zu Verwechslungen. Kaum sehen sie mich im Fernsehen, glauben schon alle, ich wäre ein Teil ihrer Familie. Lucia, ich möchte Sie nicht unnötig aufhalten. Wenn ich hier mit Chuchu hereinschneie, dann nur deswegen, weil wir wissen möchten, ob wir vielleicht eine Botschaft aufzeichnen sollen. Vielleicht freut sich Ihr Freund ja über eine Botschaft oder einen Kuss oder Glückwünsche von Ihnen. Ich glaube, es ist Rodrigo Leal, wenn ich richtig informiert bin. Was, eine Botschaft? Oder einen Kuss? Nein, 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 was soll denn der Quatsch? Man hat mir gesagt, dass ich ihn sehen werde. Haltet euer Versprechen, sonst lernt ihr mich kennen. Also, wo ist Hannibal? Er hat mir das versprochen. Geht jetzt und sucht ihn und ein bisschen Beeilung, na los! Er sollte sein Versprechen halten. Ich werde dich nur einmal warnen, Lukas. Wenn ich Rodrigo nicht bald sehen darf, werde ich dafür sorgen, dass jeder hier in Kanal 3 erfährt, dass ihr beide gute Freunde seid. Und dann wird man dich feuern, weil du einen Freund Mädchen, in den Wettbewerb mit reingebracht hast. Schluss! Sie werden mich nicht vor allen Leuten anschreien. Lucia, mein Gott, ich hätte dich für klüger gehalten. Verrat mir eins. Bist du Millionärin? Blöde Frage, als ob du das nicht wüsstest. Du tust aber so.
Wenn du weiter so schreist, wirst du dein Ziel erreichen. Wir werden mich mit Sicherheit feuern. Aber dein Freund natürlich ebenso. Und wenn Rodrigo raus ist, wird ihm das Geld für die Hochzeit fehlen. Nein, aber wie viel bekommt denn eigentlich jeder Gewinner? 300 Millionen Pesos. 300 Millionen? Mhm. Nur für ihn? Ja, sicher. Nur für ihn. Und möglicherweise auch für dich. Er behauptet ja ständig, dass er dich heiraten möchte und du wärst eine große Liebe und... 300 Millionen und die nur für mich? Was? Ich meine, nur für ihn? Ich weiß ja nicht. Nachdem das geklärt ist, könnten wir vielleicht jetzt eine Botschaft für ihn aufzeichnen? Klar. Kommen Sie, hier geht's lang. In Ordnung. Hast du gesehen, wie er sie angelächelt hat, als ob er auf sie gewartet hätte? Sie hat ihn aber auch ganz schön angestrahlt, oder? Achtung, Chef. Also, sind wir endlich soweit? Und, hast du was gefunden? Ich gebe Ihnen Bescheid, wenn wir etwas haben. Juancho, ich will hier alle Kanäle gleichzeitig sehen. Was ist los mit euch? Stimmt vielleicht irgendwas nicht? Habt ihr etwas Wichtiges gesehen? Nein, nein, Chef. Leider ist noch nichts Aufregendes passiert, so wie ich das sehe. Vorsichtig, Herrschaften, wenn ich euch dabei erwischen sollte, dass ihr mir hier etwas verheimlicht. Passt also gut auf. Ich bin gleich wieder da. Hört zu. Ich werde dem Chef sagen, dass zwischen den beiden irgendwas läuft. Wenn er etwas davon erfährt, stecken wir bis oben hin in Schwierigkeiten. Nein, warte einen Moment. Sei doch nicht so feige. Feige? Nur weil ich hier meinen Job behalten will? Vielleicht musst du ja nicht die Aufnahmeprüfung für die Uni bestehen, aber ich hatte das eigentlich schon vor, hm? Ich sag's ihm. Nein, 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 ich muss sie auch bestehen. Aber noch ist es doch nur eine Vermutung, wir wissen es doch gar nicht mit Sicherheit. Und eventuell rufen wir damit nur eine Krise im Programm hervor und die Sendung wird abgesetzt. Dann würden wir auch ohne Arbeit dastehen. Das kannst du doch auch nicht wollen, oder? Ich glaube eigentlich nicht, dass man uns das anlassen könnte, Luz. Denn dafür haben sie uns ja angestellt. Damit wir uns alles ganz genau ansehen. Alles, was mit den Kandidaten zu tun hat, nicht mit der Moderatorin. Und solange uns nicht mehr aufgefallen ist als nur ein flüchtiges Lächeln, werden wir uns lieber schön bedeckt halten. Also mach dir nicht unnötig Sorgen. Lass uns wieder arbeiten. Ich schicke dir noch einen dicken Kuss. Du weißt, ich liebe dich. Ach, und meine Mama lässt dich auch schön grüßen. Ciao. Und Schnitt. Das war wirklich sehr bewegend. Ich meine es ernst, Lucia. Ich habe schon viele solcher Grüße gesehen, aber für mich war das wirklich... Da bin ich. Ist alles gut gelaufen? Ja. Gut, dann geh jetzt zum Hotel. Du musst Carmen im Auge behalten. Ich traue der Frau noch nicht zurecht. Annibal, ich würde, wenn es dir recht ist, vorher gerne noch ein Taxi für meine Interviewpartnerin. Das kann ich doch erledigen, Mann. Fahr du ins Hotel. Ich würde gern noch ein paar Worte mit Lucia wechseln. Mach schon. Dann wünsche ich Ihnen einen schönen Tag, Lucia. Und sei vorsichtig. Niemand kennt hier irgendwen. Verstanden? Na schön, dann hätten wir das ja geklärt. Fahr du schon zum Hotel. Ciao und danke. Und du? Was machst du hier noch? Ich wäre so gern dabei gewesen. Sie waren bestimmt großartig. Mehr als großartig. Nein. Sagen Sie doch nicht solche Dinge. Ich werde so leicht rot. Nein, ehrlich gesagt wusste ich gar nicht, was ich meinem Rodrigo eigentlich sagen sollte. Es war hart. Jetzt mache ich mir sogar schon Sorgen, ob er mich überhaupt noch heiraten will. Darüber machen Sie sich mal keine Sorgen. Ganz im Gegenteil. Bitte, es sind nur 3 Monate. Haben Sie etwas Geduld. Ja. Und dann wird man Sie als wunderschöne Braut eines Millionärs bewundern. 300 Millionen Pesos sind doch verdammt viel Geld. Ja, schon. Meinen Sie denn, Rodrigo hätte eine Chance? Ich kann hier selbstverständlich nicht darüber reden. Aber ehrlich gesagt könnte ich solche schönen Augen auch niemals belügen. Also, ich werde Ihnen ein Geheimnis verraten. Rodrigo ist unser größter Favorit. Ich bin sicher, dass er gewinnt. Oh, ist das Ihr Ernst? Ja, natürlich. Aber Sie dürfen das ja nicht weiterziehen, klar? Deswegen möchte ich von Ihnen gerne Ihre Adresse und Telefonnummer für den Fall, dass ich Kontakt mit Ihnen aufnehmen will.
Und Sie notieren sich meine Handynummer. Ach ja? Die würden Sie mir geben? Natürlich werde ich das. Ich möchte nämlich, dass Sie und ich zusammenarbeiten. Im Team. Zum Wohle unserer Sendung. Aha. Ach übrigens, wie hat es Ihnen bisher gefallen? Ist die nicht toll? Ich sag Ihnen, das wird ein Riesenerfolg. Die Sendung ist irre, da kann gar nichts schief gehen. Genauso sehe ich das auch. Und ich sehe viel fern. Ich weiß schon sehr genau, wovon ich rede. Ja, Sie sind wirklich sehr niedlich. Aber das ist durchaus mein Ernst. Wenn Sie zum Beispiel mal Zweifel haben oder Sie fühlen sich irgendwie eingeschüchtert oder sogar einsam, rufen Sie mich an. Aha. Und ich stehe Ihnen dann ganz und gar zur Verfügung. Natürlich, dann schießen Sie mal los. Also habe ich mich mit ihm darauf geeinigt, dass ich ihn in jeder Weise unterstützen werde. Könnte er das nicht zu allen Freundinnen der Kandidaten gesagt haben? Ach, Mama, nein, das ist völlig ausgeschlossen. Ich sag dir, das kann man gar nicht beurteilen, wenn man nicht dabei gewesen ist. Glaub mir, ich war noch keine Sekunde in seinem Zimmer. Da habe ich schon gespürt, dieser Mann versteht dich. Als ob wir auf einer Wellenlänge miteinander wären. Oh. Es war so, als wären wir schon seit Ewigkeiten die allerbesten Freunde. Deswegen hat er mir auch anvertraut, dass Rodrigo die Show gewinnen wird, Mama. Ganz im Ernst, mein Schatz? Ja, du wirst sehen. Deswegen will er auch den Kontakt zu uns weiter aufrechterhalten, damit er uns benachrichtigen kann, wenn es soweit ist und Rodrigo den Wettkampf gewonnen hat. Nein. Du weißt ja, wie die Leute sind. Kaum sehen sie einen im Fernsehen mit den Taschen voller Geld und schon wollen sie deine besten Freunde sein. Mein Schatz. Und was hast du vor? Ich bereite mich auf das vor, was dann kommen wird. Und das wäre, wenn man mal so direkt fragen darf? Das wirst du nie erraten. Rodrigo wird sich gegen die anderen Kandidaten durchsetzen und den Hauptgewinn knacken. Und weißt du, was danach passiert? Wir kaufen einen Fernseher, der so groß ist, dass die Leute im Café sich das Programm ansehen können. Wir werden den ganzen Laden renovieren, damit er schön und gemütlich aussehen wird. Und wir können jede Menge neue Vorräte kaufen. Genau das wird dann kommen. Die sagen dir jetzt schon, dass du mit Sicherheit die 300 Millionen Pesos gewinnen wirst? 300? 300? Ach, sag das nicht so laut, sonst denken die Leute noch, das wäre Betrug. Ach, was soll denn das? Ich bin doch froh, dass du wieder mal so optimistisch bist. Es würde Rodrigo nie einfallen, meine hübsche Tochter zu verlassen. Ach, Mama. Ich bin manchmal so idiotisch. Du weißt, wie schwer es für mich war, einem Mann wieder zu vertrauen nach allem, was ich durchgemacht habe. Ja, du Ärmste. Jedenfalls werden wir jetzt geduldig abwarten, bis er auch die Dümmsten überzeugt hat. Und alle werden bei uns sitzen und die Show sehen wollen. Und dann die blöden Klatschweiber, die behaupten, mein Mann hätte mich verlassen und genau das hätte ich verdient. Die werden sich schwarz ärgern. Die werden doch vor Neid platzen, wenn die erfahren, dass wir bald Millionäre sind und ich diesen Glückspilz auch noch heirate. Mama, mein Gott, wir werden nie wieder Schulden machen müssen. Bei Empfängen, wo würdest du denn da eigentlich nachsehen? Ich weiß auch nicht, vielleicht am ehesten unter Empfangsräume. Unter Feierlichkeiten. Ja, genau. Hallo. Hallo. Tut mir leid, es ist nicht gerade der beste Kaffee der Welt. Nur nach dieser Nacht wird er schmecken, als wäre er frisch geröstet. Nein. Die. Oh, danke. Gerne. Ich habe gesehen, manche mussten sich sogar die Betten teilen. Hm? Naja, aber ich denke, so nach und nach wird das alles besser. Ja, wir müssen noch viel arbeiten. Hm. Aber immerhin sind wir noch da. Das ist dabei das Wichtigste. Wir haben überlebt. Darauf stoßen wir an. Ich lasse dich mal einen Augenblick allein. Ja, klar. Ciao. Ist dir das aufgefallen? Die tun doch alle so, als wären sie hier die allerbesten Freunde und würden sich wunderbar verstehen. Aber wir sollten dabei nicht übersehen, dass das ein Spiel ist. Und deswegen sollten wir uns überlegen, wen wir als möglichen Konkurrenten hinauswerfen. Klar. Und sagst du mir das, weil du vielleicht mich rauswerfen willst? Nein, ganz im Gegenteil. Nein. Ich stelle nur fest, dass du offensichtlich bereit bist, alles zu riskieren, um hier zu gewinnen, genau wie ich. Aha. Das ist das Ziel. Und wieso sagst du mir das? Ich meine, wir werden ohnehin bald Gegner sein, aber bis dahin sollten wir zusammenhalten. Und da das Spiel bald anfängt, wäre es klug, wenn wir uns jetzt schon die raussuchen, die für uns später Ärger bedeuten können. Naja, der Koch. Genau, du sagst es. Ganz genau. Ist dir auch aufgefallen, dass dieser Typ auf Frauen einen starken Eindruck macht? Der Mann sieht hervorragend aus und ist auf Anhieb Carmens Freund geworden. Keine Frage, er ist derjenige, den wir zuerst rauswählen sollten. Was meinst du? Das meine ich auch. Morena mía, voy a contarte hasta 10. Uno es el sol que te alumbra, dos tus piernas que mandan, somos tres en tu cama. Tres, morena mía, el cuarto viene después. Cinco tus continentes, seis las medias faenas de mis medios calientes. Y por mi parte sobra el arte, lo que me das, dámelo, dámelo bien. Un poco aquí, un poco aquí.